Wir sind hier mit Nils von Seemannstod und du bist hier mit deinem Stand, mit deiner Marke, ne? Genau, ja, ist mein erster Stand auf einer Tattoo-Convention. Tatsächlich, ja. Ich bin ja noch, die Marke ist noch jung und wächst und ist frisch. Was habt ihr so? T-Shirts und oder auch schon Hoodies oder? Und Hamster, ja. Wir haben Hamster, ihr habt gedrückte Hamster. Nein! Ja. Ich liebe Hamster. Nee, wir haben im Prinzip alles, was es an Oberbekleidung gibt. Es hat angefangen mit Shirts, Sweatern, Hoodies. Wir haben Snapbacks, Beanies kommen in einer Woche. Es geht soweit bis zur Dekoration. Wir haben Kunstdrucke, gerahmte Kunstdrucke, Tassen. Im Prinzip haben wir alles, was man braucht. Ja, das klingt gut. Wer macht die Designs? Machst du das selber? Oder? Genau, das ist der große Unterschied zu vielen anderen Marken. Ich mache alles in Eigenregie. Es ist mein Baby, ich würde es nie aus der Hand geben. Und das ist im Prinzip genau das, was ich immer machen wollte, designen, Sachen herstellen und deswegen würde ich nie ein Design von jemand anderem herstellen lassen. Ja. Sehr schön. Wie hat das angefangen? Also offensichtlich kannst du ja dann wahrscheinlich sehr gut malen. Ja, auf jeden Fall. Nicht so gut, dass ich ein Tätowierer hätte werden können, aber es reicht für T-Shirts. Du hast quasi angefangen zu malen, hast gesagt, okay, ich könnte das jetzt nicht für jeden Tag auf einen Menschen malen, aber für... Für 10 Jahre. So, ja, ja und so lange, wie die Wäsche halt ist. Also genau, so, ja. Genau. So alle 5 Tage. Genau, so lange, wie der Trockner hält. Nee, also im Prinzip hatte ich immer eine Affinität zu Tätowierungen und zu Oldschool, zu Seefahrer, Sailor-Style, traditionelle Tätowierart. Und dann hat sich das aber im Prinzip wirklich relativ spontan entwickelt, über Nacht, dass ich dann die Marke entwickelt habe. Und jetzt bin ich da reingeraten, ne? Hast du einmal angefangen, bist du drin. Ey, du fängst an und dann bist du drin, ja. Nee, es ist wirklich, also es war spontan und dann fängt man das halt an und macht das für Freunde, für sich selbst. Und wenn es gut ankommt, dann... Denkt man sich, da könnten noch mehr Leute sein, die das warum mögen. Denn nicht, ja. Seemannstod, warum, also dieser Tod, dieses ein bisschen negative am Ende, oder? Der Name Seemannstod kam... Tatsächlich, ich hatte das erste Motiv gezeichnet, das war so ein Schiffsuntergang im traditionellen Stil und dann war sofort die Assoziation Seemannstod im Kopf und dann habe ich das ein paar Leuten erzählt und die haben mich noch Wochen später darauf angesprochen, nee, der Name geht mir nicht mehr aus dem Kopf und ich finde, eine Marke muss halt auch irgendwas haben, was Wiedererkennungswert hat und es darf nicht so schnell aus dem Kopf verschwinden und deswegen war der Seemannstod natürlich naheliegend. Ja, da muss ich jetzt zugeben, da hast du echt einen Punkt, weil ich kann mir Namen einfach ums Verrecken nicht merken. Ja, und ich habe den einmal gelesen. Den Punkt muss ich dir mindestens geben. Ja. Sehr gut, sehr cool. Und wie ist dein Werdegang ansonsten beruflich? Also hast du auch irgendwas mit Design studiert? Oder? Ist ja nicht wichtig, aber ja, ist ja interessant. Also man sieht es mir ja an, ich bin gelernter Bankkaufmann. Ja, klar. Ja, ja. Also ich bin es wirklich. Ich bin gelernte Fremdsprachensekretärin. Ja. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Oberschicht. Ja. Noch nicht mal, aber höhere Mittelklasse vielleicht. Höhere Mittelklasse, ja. Wir fahren alle Opel Zafira. Also als Bankkaufmann hat es angefangen damals, Ausbildung gemacht, gearbeitet tatsächlich als Banker. Und ich finde, es ist auch manchmal wichtig, so ein bisschen auszuloten und einfach zu gucken, was will ich nicht. Und es muss nicht der erste Versuch sitzen, es muss irgendwann passen. Und dann habe ich studiert, digitale Medien, was ja schon so ein bisschen in die Richtung geht. War aber auch nicht das Richtige für mich und dann irgendwann kam die Idee und dann habe ich gesagt, okay, nimmst du alles, was du hast, zusammen und... Also warst du, sorry, dass ich nochmal nachbohre, aber du warst quasi im Studium und hast dann aber gedacht, boah, ich mach das? Oder hast du schon danach ein bisschen angefangen zu arbeiten? Also hast du überhaupt Kapital oder warst du richtig so von 0 auf 100, so ich mach das jetzt? Ja, ja, im Prinzip ist es wirklich von 0 auf 100 gestartet. Ich habe natürlich angefangen mit drei Shirts bedruckt, 3 Sweater, 3 Hoodies und habe angefangen, habe gesagt, okay, Seemannstod, ich bin jetzt da, hat jemand Bock? Und Gott sei Dank ist es so, dass es stetig gewachsen ist, dass die Auflagen größer werden, dass ich immer mehr dahin komme, was ich eigentlich machen will. Und da bin ich sehr stolz drauf, aus so einem kleinen Start-up jetzt mittlerweile sowas zu entwickeln, dass man wirklich ein großes Sortiment hat und wirklich das machen kann, was man will. Und dass es aus sowas kleinem entsteht, ist natürlich umso schöner. Ja, auf jeden Fall, ne? We started from the bottom, now we're here. Sorry. Jetzt kommt die Rap-Session.
ist voll mein Ding. Ja. Ich mir so ein. Aber hast du denn inzwischen, also malst du immer noch alles selber und gibst es selber einen Auftrag oder hast du inzwischen wenigstens irgendwen, der dich unterstützt? Dann müsst du ja, sonst wäre der Stand ja jetzt leer. Also es ist so, dass alles, was intern von Seemannstod kommt, immer von mir kommt und auch kommen muss. Das habe ich mir geschworen, es soll immer mein Ding sein. Gott sei Dank habe ich auf dem Weg bisher schon so viele tolle Menschen kennengelernt. Ob es Fotografen sind, ob es Leute sind, die einen einfach inspirieren, auch viele Tätowierer. Die haben einfach irgendwie, dadurch, dass man mit ihnen Zeit verbringt, neue Inspiration geben. Und natürlich ist es auch toll, Fotografen zu haben, die einem dann einfach mal eine Collection shooten und so. Aber im Prinzip ist Seemannstod, das bin ich, das ist mein Ding. Aber die Crew, ich sag ja immer die Crew, die wächst mit jeder Woche. Und es ist schön zu sehen, dass Leute, die auch gar nichts damit zu tun hatten, dann mit in die Crew kommen und ihren Teil dazu beitragen. Und das sollte Seemannstod immer werden. Und ich bin mega stolz, dass es langsam genau das wird. Sehr schön. Hattest du denn vorher schon Connections so zur Tattoo-Szene? Also hast du vorher schon Fotos gemacht? Kann das sein? Also warst du schon vorher als Tattoo-Model unterwegs? Ich mache immer den hier, weil... Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Gar nicht? Tattoo-Model? Nein, aber es ist immer dieses Tattoo-Model, ist immer so ein Wort, genau, wo jemand dann immer direkt so einspringt. Deswegen bin ich da vorsichtig. Nee, eigentlich bevor Seemannstod angefangen hat, war ich nur selbst tätowiert. Ich fand es immer, hat mich immer angezogen, schon seitdem ich offiziell durfte, seitdem ich 18 war, hat mich das angezogen. Das ganze Tattoo-Model, Bart-Model-Ding kam aber dann nach und nach. Also ich Ach, Bart-Model ist auch ein Wort? Bart-Model ist, hallo, das ist ein Riesending. Ach so, ich dachte immer, das geht Hand in Hand. Ja, das ist Bart-Model. Nee, ich dachte immer, das Tattoo-Model mit Bart, aber Bart-Model. Es gibt tatsächlich spezifische Bart-Model, ja. Es gibt, glaube ich, für alles Model. Ich glaube, ich müsste mich noch ein bisschen weiterbilden hier. Ja, es gibt für alles Model. Danke für den Input. Es gibt sogar Traktor-Model. Was für? Traktor-Model. Also so Traktor? Traktor-Model. Es ist eine Riesensehne auf Instagram. Ja. Wie jetzt? Also die... Also, die stellen sich vor Traktoren und... Was muss man da für ein Typ sein? Also ist es eher so wie Automodels, dass man so ein Bikini oder ist es eher so... oder ist es eher so ein Typ im Flanell? Das Typ... Das sind vorwiegend Frauen dann, ne? Also ich glaube, du musst Brüste haben, ja. Viel. Ich habe so mittelviel, aber ich habe jetzt gerade keinen Traktor am Start. Aber es ist eine Riesensehne. Also du siehst, es gibt für alles eine Sehne, ja. Aber ich war da vorher noch nicht so involviert. Auch nicht in der Traktor-Szene? Doch, damals da schon, ja. Aber ich habe aufgegeben. Das war mir zu stressig. Als mir der erste Traktor in den Rücken gefahren ist, weißt du, Bandscheibenvorfall. Das ist ein hartes Pflaster. Ja. Das ist auch ein sehr überfülltes Feld, habe ich gehört. Feld, haha. Nochmal darauf zurückzukommen. Du meinst, dass du mit 18 hast du schon das erste Tattoo gemacht? Genau, mit 18 war das erste, ja. Das im Gesicht? Genau. Nein, mit 18 tatsächlich der Weirdo. Wer? Das Männchen. Ah. I'm a creep. Ich singe irgendwie genau, immer. Genau, ja. Doch, von dem Lied... Ja? Wurde es tatsächlich inspiriert, ja, ja. Ja, guck mal. Und da der Weirdo, den ich immer noch liebe über alles. Und das ist schön, wenn man sein erstes Tattoo immer noch... Ich finde das extrem wichtig, weil das ist jetzt mittlerweile fast 10 Jahre her und wenn man das immer noch mag... Das zeigt auch irgendwie, dass man ein gefestigter Charakter ist, glaube ich. Ich glaube es nämlich auch, eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ja. Wenn man ein Tattoo nach 10 Jahren noch mag... Was gibt's Besseres? Hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Nee, also ernsthaft, das war jetzt klang jetzt ironisch, aber ja. Wann hast du denn das zweite machen lassen? Also warst du direkt so angefixt, sag ich mal, oder hast du ein bisschen gewartet? Die Affinität war eigentlich auch vorher schon da. Es ist natürlich so, wenn du jung bist, das kennt wahrscheinlich jeder, scheitert es meistens am Finanziellen. Und ich finde auch, es ist wichtig, oder es ist vorteilhaft, in der Szene so ein bisschen zu wachsen, weil dann lernst du Leute kennen, triffst da mal einen Tätowierer dort, hast langsam deinen Stammtätowierer und dann geht alles wirklich sehr schnell. Also bei mir war es dann so, das kam das erste Tattoo und es war so im Halbjahrestakt. Kam halt immer so eins Tattoo, eins Tattoo dazu, ein Tattoo dazu. Eins Tattoo, eins. Hallo Ibims, eins Tattoo. Eins Tattoo, ja.
Und dann ging es wirklich immer schneller und immer schneller. Aber ich denke mal, der Anfang ist bei jedem so, dass man sich nicht gleich komplett zuhackt, sondern dass es peu à peu sich steigert. Ja. Und so ist es bei mir eigentlich auch gewesen. Und ich denke, man festigt seinen Stil auch immer weiter. Ja, es gibt ja auch immer wieder neue Errungenschaften. Also Sachen, die jetzt vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich gewesen wären, sind auf einmal möglich. Also ich kenne das bei mir mit den roten Outlines. Ich glaube, das hätte mir vor 5 bis 10 Jahren nicht unbedingt schon mal jemand gestochen. Also jedenfalls kenne ich das jetzt auch noch teilweise, dass sie sagen, klar, eigenes Risiko kann immer noch blöd werden, aber es wird mehr ausprobiert, es gibt immer mehr Errungenschaften, die dann weitere Sachen möglich machen. Das ist ja auch das Schöne irgendwie, dass du ein Grundprinzip hast, was funktioniert. Zum Beispiel die Oldschool-Tätowierung, die ich über alles liebe. Das funktioniert seit über 100 Jahren. Es gefällt Leuten seit über 100 Jahren. Und dann kannst du in dem Bereich spielen. Also du hast völlige Freiheit und kannst einfach ausprobieren. Und das ist ja das, dass du immer weiter guckst, dass du dich nicht einschränkst, sondern dass du immer den Blick hast. Und deswegen finde ich so zum Beispiel Conventions mega gut, dass du rumläufst und guckst. Du siehst völlig neue Sachen. Und das ist natürlich auch für einen Modemacher, sag ich mal, von riesiger Bedeutung, dass du Menschen siehst, die was Neues wagen und dann auch selber einfach neue Wege gehst. Weil sonst bleibst du stehen und das ist natürlich dann der Tod. Aber nicht der Seemannstod, weil der leider lebt weiter. Der Seemannstod, ja. Sehr schön. Weißt du denn schon, was dein nächstes Tattoo ist? Ja. Aber möchtest du es auch verraten? Ja, es ist tatsächlich ein Motiv von Seemannstod, was wir in unseren Labels drin haben, in meinen Labels drin habe. Und zwar ist es die Streichholzkerze. Was muss ich mir das vorstellen? Also es ist ein Streichholz. Warte mal, hast du das Label hier? Nee. Es ist hier drin, warte. Ich habe jetzt die kleine Kamera gerade nicht, aber ihr müsst es dann googeln. Genau. Ah, okay, das ist ein Streichholz, ein abgebranntes, gekreuzt mit einer abgebrannten, also nicht ganz abgebrannten, aber angezündeten Kerze. Ganz genau. Die Flamme ist nicht mehr da auf beiden, aber es ist gekreuzt, eine angezündete Kerze. Sehr bildlich beschrieben. Es ging darum, Seemannstod, und dann kam irgendwann die Assoziation, dass Kerzen des Seemannstod sind. Weil Seemänner haben früher oft, wenn sie keine Heuer bekommen haben, haben sie praktisch Streichhölzer verkauft. Und dadurch ihr Geld verdient und dadurch ihr Überleben gesichert. Und das hieß dann immer, wenn sich jemand seine Zigarette anstatt an einem Streichholz, an einer Kerze angemacht hat, war das des Seemanns Tod, weil er hat ja keine Streichhölzer verkauft. Ah, oh, das ist so schön. Ich lerne. Ganz genau. Und vielleicht klappt es sogar in den nächsten Tagen irgendwann, dass das nächste Gesichtstattoo leider, sorry Mama, sorry Papa, es ist leider wieder so weit. Nee, es kommt hier oben hin. Dann ist es aber ein relativ großes. Weil du kannst ja wahrscheinlich in so klein, wie du jetzt ankerst, kannst du es nicht erkennen. Dann, ne? Genau, ja, also es wird dann so, dass es reinpasst, ja. Das klingt gut. Ja. Also finde ich jetzt. Sorry, Mama, sorry, Papa, ja, von Nils. Ihr werdet mich im Nachhinein wieder verstehen. Aber haben Sie denn schon mal überhaupt was, also beim ersten, zweiten, dritten oder bei den Herren Tattoos irgendwas, oder als du gesagt hast, so, ich mal jetzt T-Shirts an, also jetzt mal blöd gesagt. Ja. Haben die irgendwie so, sind die auf die Barrikaden gegangen? Das Gute ist, dass man sich ja mit der Zeit ein bisschen Narrenfreiheit erarbeiten kann. Ja. Also je mehr man dann macht in eine Richtung, verstehen das Eltern, weil sie merken, es ist das, was mein Kind will. Und das war bei mir genauso. Also das erste Tattoo war natürlich ein Skandal, das zweite war eine mittelgroße Katastrophe, das dritte war einigermaßen okay und seit dem vierten wollen meine Eltern tatsächlich, dass ich sie tätowiere. So ist er halt. Machst du da irgendwie schon? Ich habe früher mal aus Spaß so ein bisschen, darf man natürlich nicht sagen. Ja. Aus Spaß tätowiert man nicht. Aus Spaß wird nämlich ernst. Aber mittlerweile ist es wirklich so, bis auf das Gesichtstattoo, dass mit jedem Tattoo die Begeisterung stieg und auch mit den Klamotten. Also ich stelle ihnen dann das ist mein neuer Hoodie und sie kommen und ich sehe einfach, das sind wie Kinder. Also glänzende Augen und ich will das haben und das ist mit das größte Kompliment, was man kriegen kann. Dass sie das nicht aus Mitleid oder aus irgendwas, aus Beziehungen mögen, sondern wirklich, dass sie es mögen. Ich glaube auch, dass sie einfach merken, wie glücklich du damit bist. Das merke ich ja selbst als Fremde schon. Ja. Also ganz fremd vielleicht nicht mehr. Ja. Die Muttergefühle, nein. Ja, klar. Der Stolz kommt schon. Der Stolz, ich merke es schon. Es ist schon übergesprungen. Ja. Nee, aber ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ja. Weil es ist halt so, also ich sag jetzt mal blöd, bei uns Tätowierten, so dass die meistens so irgendwie so, ja, was soll das, warum denn noch eins? Und meine Mutter hat bei allem auch gefragt, lässt du dir das tätowieren, was ich mir mal aufgemalt habe?
vielleicht nicht, so nach dem Motto, eigentlich schon. Ja. Und jetzt ist so, ach, hast du was Neues? Ich guck mal. Genau, also das Interesse steigt und ich glaube, es ist wirklich so, sobald Leute, die mit dir in deinem Umfeld sind, merken, dass es dich in irgendeiner Weise weiterbringt, dann stehen die auch dahinter. Ja. Manchmal ist ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, aber im Großen und Ganzen verstehen das Leute schon. Ich frage immer am Ende, ob ich noch was vergessen habe zu fragen, ob dir noch was wichtig ist oder ob du komplett zufrieden bist und wir Tschüss sagen sollen. Wir können gerne Tschüss sagen. Also ich von meiner Seite. Das heißt, das heißt einfach, ich habe gut gefragt. Also entweder ich habe gut gefragt oder du hast noch was aus deinem Herzen. Ich bin wunschlos glücklich. Sehr gut, ich auch. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne, hat mich gefreut.